Besten Dank. Ja, und wir wollen natürlich auch wissen, was aus diesem Parteitag folgt, der hier gerade begonnen hat und wie man das auch umsetzen kann, was die FDP möchte. Und dazu ist jemand bei uns, der das dann organisieren wird müssen. Das ist der Fraktionschef der Liberalen im Deutschen Bundestag, Christian Dürr. Willkommen bei Phoenix. Vielen Dank, grüße Sie. Ja, Herr Dürr, Sie haben ja schon vorgelegt, auch vor dem Parteitag. Man weiß ja schon so ein bisschen, was Ihnen wichtig ist. Haben Sie schon von SPD und Grünen im Vorfeld jetzt irgendwelche SMS bekommen, es hier nicht zu übertreiben? Nein, also gut ist doch, dass in Deutschland wieder über Wirtschaftspolitik gesprochen wird. Wirtschaftswende heißt ja mehr Chancen für alle. Und ich glaube, es gibt ganz wenige, die in Deutschland nicht sagen, wir wollen zurück auf den Wachstumskurs kommen. Anderthalb Jahrzehnte hat Deutschland keine Reformpolitik gemacht. Und das ist nicht die Schuld dieser Bundesregierung, das ist eine Vorgängerregierung gewesen. Aber wir stehen in der Verantwortung, das zu ändern. Und deswegen geht es hier vor allen Dingen natürlich um die Wirtschaftswende heute und morgen in Berlin. Und das wollen wir natürlich in Verantwortung, in Regierungsverantwortung umsetzen. Sie verweisen ja auch im Deutschen Bundestag immer wieder darauf, dass da in den Merkel-Jahren so viel liegen geblieben ist. Warum steht das dann nicht im Koalitionsvertrag drin? Warum müssen Sie das jetzt alles nachbessern? Ich glaube, der Unterschied zu Dezember 2021 und heute ist, dass damals noch vieles überdeckt war. Also die wirtschaftlichen Strukturen in Deutschland waren schon problematisch. Unternehmen haben sich ja auch zu Recht beschwert, gerade Familienbetriebe. Aber es war überdeckt. Ganz niedrige Zinsen und sehr günstige Energie, russisches Erdgas. Aber dieses Doping ist weggefallen mit dem russischen Angriffskrieg. Und jetzt sind die Strukturen offensichtlich. Sie müssen verbessert werden, reformiert werden. Dafür stehen natürlich Freie Demokraten. Ich gebe zu, wir sind da manchmal, sagen wir, etwas schneller als andere. Aber ich glaube, die Zeit drängt auch. Insofern müssen wir jetzt in der Koalition über eine Wirtschaftswende reden. Ist ja vielleicht auch nicht das Charmanteste, wenn man den Koalitionären dann sagt, die sind lahm. Aber das haben Sie jetzt nicht, also Sie haben es implizit gesagt, weil Sie gesagt haben, dass Sie schneller sind. Ich gebe zu, dass mancher Diskurs auch dadurch kommt, dass die FDP etwas schneller ist. Die FDP ist schneller, das ist Ihre Meinung. Dann trotzdem nochmal die Anschlussfrage. Sie müssen das mit den Fraktionschefs der Grünen und der SPD ja dann auch einen. Der Haushalt und die Beratungen stehen jetzt ja auch in den nächsten Wochen unmittelbar an. Das, was Sie jetzt hier vorgelegt haben, das lässt sich ja so in den Punkten in der Form gar nicht umsetzen. Wie wollen Sie Rolf Mützenich, Katharina Dröge und Britta Hasselmann denn davon überzeugen? Umsetzen lässt sich das. Denken Sie an das Bürokratieabbaupaket, was jetzt schon im Bundestag ist. Aber auch da muss mehr kommen. Wir haben jetzt 3 Milliarden Euro Entlastung beim Bürokratieabbau für die Wirtschaft organisiert. Das ist das günstigste Konjunkturprogramm, kostet Steuerzahler und Haushalt kein Geld. Aber kurzum, ich bin zuversichtlich. Schauen Sie sich die letzten 2 Jahre an. Wer hätte denn vorher gedacht, dass wir als FDP mit den Grünen Autobahnen beschleunigt in Deutschland bauen? Dass wir 50 Milliarden Euro bei der Einkommensteuer entlasten können? Dass wir jetzt gerade vor kurzem die Bezahlkarte für Flüchtlinge einführen oder gerade gestern im Deutschen Bundestag das Klimaschutzgesetz komplett verändert haben, diese planwirtschaftliche Ansatz komplett abgeschafft haben und jetzt wirklich auf die Ziele gehen und damit übrigens Fahrverbote in Deutschland verhindern. Ich sage das deshalb nicht, weil es ausreicht für eine Wirtschaftswende, sondern weil es mir Mut gibt, dass wir das schaffen in dieser Koalition. Die Fahrverbote standen ja gar nicht konkret zur Diskussion. Kommen wir nochmal zurück auf dieses Papier und auch auf Ihren Leitantrag hier. Wenn Sie die Rente mit 63 in der Form aussetzen wollen, wenn Sie auch wollen, die Sanktionen beim Bürgergeld zu verschärfen, nochmal die Frage, das hätten Sie ja schon tun können. Sanktionen, Bürgergeld haben Sie im letzten Jahr erst reformiert. Der Arbeitsminister hat da zu Recht darauf hingewiesen. Warum haben Sie das nicht schon vorher gemacht, wenn Ihnen das so ein großes Anliegen ist? Ich will auf 2 Dinge hinweisen, weil immer der Eindruck entsteht, es ist ja alles in Ordnung. Und Sie sagten gerade in einem Nebensatz, Fahrverbote drohten nicht. Ich muss leider heftig widersprechen. Das alte Klimaschutzgesetz von CDU und CSU hätte unmittelbar im Sommer zu Fahrverboten geführt, weil 22 Millionen Tonnen CO2 hätten gar nicht nur im Verkehrssektor eingespart werden können, obgleich wir uns an die Klimaziele halten. Und Sie fragen nachvollziehbarerweise, warum ist nicht in den letzten 2 Jahren schon alles reformiert worden in Deutschland? Manche Dinge wollten wir schon. Nicht alles ließ sich sofort machen, aber richtig ist, wir haben beim Bürgergeld bereits Sanktionen eingeführt, gerade im Januar. Also diejenigen, die sich verweigern einer Arbeit, denen wird ja das Bürgergeld auf Null gesetzt. Aber wir müssen mehr Arbeitsanreize schaffen. Ich glaube, die Menschen spüren doch, dass es mehr Anreize braucht zu arbeiten. Und deswegen ist ein erster Schritt ein guter, aber darauf muss ja nicht zwingend kein zweiter folgen. Sie heben ja auch Punkte ab, wo Ökonomen auch sagen, das hat gar nicht so einen großen Effekt. Also Michael Hüter etwa vom Institut der Deutschen Wirtschaft sagt zu Ihren Vorschlägen, die sind gar nicht so bedeutsam, wie die Punkte daherkommen. Das sei kein Lambsdorff-Papier in Anlehnung an das von 1982. Hilft das denn, den Haushalt und die großen Löcher wirklich zu stopfen, was Sie da vorlegen? Oder ist das einfach die liberale Wunschliste? Also Herr Hüter ist eine Einzelstimme. Herr Hüter hat ja in den letzten Jahren auch empfohlen, die Schuldenbremse abzuschaffen und viele Schulden zu machen.
Ich will nur sagen, was das heute bedeuten würde. Wir würden exorbitante Zinsen zahlen. Wir zahlen ohnehin schon viel Zinsen wegen der Schulden der alten Koalition. Deswegen mag ich da auf Herrn Hüther mit Verlaub nicht hören. Der hat Schulden in der Vergangenheit empfohlen. Da würde der Haushalt jetzt schon untergehen. Gut, dass die FDP das verhindert hat. Aber richtig ist, das Ganze wollen wir machen, damit es wieder wirtschaftliche Dynamik gibt. Und übrigens dann, wenn die Wirtschaft brummt, dann gibt es auch mehr Steuereinnahmen. Und da kann man sich auch im Haushalt beispielsweise eine gute Verteidigungspolitik leisten. Die Dinge gehören also zusammen. Wer jetzt gegen wirtschaftliche Dynamik ist, also Bürokratie entlasten, günstigere Steuern, mehr Arbeitsanreize, wir sprachen gerade darüber, da habe ich wenig Verständnis für. Ich glaube, die Menschen in Deutschland sind es leid, dass es zu wenig Reformpolitik früher gegeben hat. Sie erwarten von dieser Koalition Reformen und dafür stehen Freie Demokraten. Nicht alle in den Freien Demokraten haben ja immer die gleiche Haltung dazu. Und sie müssen ja im Parlament, da haben wir schon drüber gesprochen, auch Dinge umsetzen, die die Regierung dann vorlegt. Das Kabinett hat zur Aktienrente ein Rentenpaket 2 vorgelegt, wo jetzt aus ihrer Fraktion gesagt wird, wollen wir so nicht, soll verändert, verbessert, nachgebessert werden. Inwieweit hilft das denn wirklich auch der FDP, wenn man nicht mal sozusagen sich da auf eine Linie einigen kann, was man in diese Fraktion rein? Nein, es geht übrigens auch nicht darum, der FDP zu helfen, sondern dem Land, um das klar zu sagen. Aber Rentenpaket haben Sie gerade angesprochen. Wir stehen für sichere Renten. Das wollen wir in der Koalition umsetzen. Und gleichzeitig muss es finanzierbar sein, gerade für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Deswegen hat der Bundesfinanzminister, da gibt es gar keinen Dissens, selbst darauf hingewiesen, als das Rentenpaket vorgestellt wurde. Es ist gut, dass wir jetzt eine Kapitaldeckung haben, dass nicht mehr die ganze Last bei den Arbeitnehmern und bei den Steuerzahlern liegt, sonst es breiter verteilt wird, auch Kapitalmärkte die Rente mitfinanzieren. Und gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass die Rentenbeiträge nicht steigen. Das ist eine Versicherung für zukünftige Generationen. Und da hat er selbst ja angemerkt, da muss mehr kommen. Denken wir beispielsweise an eine flexible Rente, wie Schweden das macht. Die haben ja stabile Renten, niedrige Beiträge, weil sie mehr Flexibilität zulassen. Das könnte man ergänzen zum Rentenpaket. Auch das hätte ja in dem Papier drinstehen können, was Hubertus Heil und Christian Lindner vorgetragen haben. Ich sagte ja eingangs, ich gebe zu, dass wir manchmal dann einen Schritt schon weiter sind. Aber es ist doch legitim, dass in einer Koalition auch besprochen wird und wenn nicht alle sich sofort einig sind, dass man sich nicht die Hände in den Schoß legt, sondern erste Schritte macht, aber auf erste Schritte müssen eben zweite folgen und dafür sind wir hier. Dann die Gretchenfrage ganz zum Schluss. Sie müssen einen Haushalt vorlegen im Parlament. Es fehlen 25 bis 30 Milliarden. Die Liste, die Sie vorgelegt haben, die sorgt für ein bisschen was davon. Wo kommt das Geld her? Also, die gleiche Frage haben Sie zu Recht schon für den Bundeshaushalt 2024 gestellt. Und am Ende ist es eine Summe von Tausenden von Maßnahmen. Ich werde jetzt wahrscheinlich in der Sendezeit nicht alle aufführen können. Wir senden viel bei Phoenix. Aber ich würde mal sagen, gerade weil wir über Arbeitsanreize sprachen, nehmen wir den Haushalt des Bundesarbeitsministers. Es wäre ja klug, wenn mehr Arbeitsanreize dazu führen, dass mehr Menschen in Arbeit sind und weniger in der sozialen Sicherung. Auch das ist Teil von Haushaltskonsolidierung. Und natürlich schauen wir uns genau an, wo effizient Geld ausgegeben wird. Über die Kindergrundsicherung ist ja viel diskutiert worden. Wir wollen da auch eine Sicherung, aber eben nicht 5.000 Stellen, die kosten viel Geld. Das kann man einsparen. Sehen ganz viele Punkte dabei. Und wie ich damals schon zuversichtlich war, dass wir einen guten Haushalt 24 hinbekommen, bin ich das auch für 2025. Also ich merke mir, bei der Kindergrundsicherung ist noch was rauszuholen, aber ansonsten waren Sie jetzt nicht so ganz konkret, wo das Geld herkommt? Ich sagte ja gerade, der Bundesarbeitsminister sind immerhin 50% des Haushaltes. Und wenn wir da was hinkriegen, okay, also dann ist viel Sie drin. Reden noch mal länger mit Hubertus Heil, hören wir daraus. Fall, ja. Vielen Dank, Herr Dürr, für das Gespräch hier bei Phoenix. Danke. Besten Dank.